Seit 2021 fungiert Jürgen Melzer als Sportdirektor des österreichischen Tennisverbandes. Im Jahr 2022 gibt es zwei Missionen. Zum einen möchte er mit dem rot-weiß-roten Team den Klassenerhalt im Davis Cup schaffen. Auf der anderen Seite den 20-jährigen Filip Mišolić an die Weltspitze heranführen. Damit hallo und herzlich willkommen zum Krone TV Sportstalk. Und der Sportdirektor ist sogar höchstpersönlich da. Jürgen, danke für deine Zeit. Hallo. Besprechen wir mal das, was passiert ist im März, eine 3:1 Niederlage gegen Südkorea, die euch letztendlich die Duelle dann gegen Pakistan im September beschert hat. Rückblickend, hätte man die Niederlage verhindern können? Ja, es war ein sehr enges Wochenende. Also man muss schon sagen, dass die Ausgangslage war für mich immer 50-50. Die haben durch den Heimvorteil sich die Bedingungen so zurechtgelegt, dass sie sich wohlfühlen dort. Wir sind früh angereist, haben mit dem Jetlag dann eigentlich keine Probleme mehr gehabt. Die hatten mit dem Kwon einen eher herausragenden Einzelspieler, der auch seine beiden Einzel gewonnen hat. Wobei wir eigentlich in beiden Einzeln da, sowohl der Juri als auch der Dennis, die haben beide ihre Chancen gehabt, nicht genützt. Und im Endeffekt, ja, ist dann aufs Doppel hinausgelaufen, wo wir mit Lukas Miedler und Alex Erler zwei Debütanten drinnen gehabt haben. Und da muss man sagen, da haben die Südkoreaner ihre Aufgabe besser erledigt. Die haben das Doppel mehr konzentriert und solide runtergespielt. Und dann gehst du mit einem 2-1 oder mit einem 1-2 in die letzten beiden Einzel und zum letzten Einzel ist nicht mehr gekommen, weil der Kwon einfach ausgemacht hat. Wenn man jetzt das ganze Revue passieren lässt, muss man sagen, verdient, weil die einfach die wichtigen Situationen besser gespielt haben. Im September wartet dann Pakistan, ein Gegner, den man jetzt wahrscheinlich noch nicht wirklich am Schirm hat. Ich nehme mal an, in der Vorbereitung beschäftigt man sich auch noch nicht mit so einem Gegner. Sind aber theoretisch auch gefährliche Spiele, wenn man glaubt, man kommt eigentlich mit dem zweiten Gang durch. Welche Erwartungen hast du an das Duell? Muss da Österreich zeigen, wo die Grenzen sind von Pakistan? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir Pakistan ihre Grenzen aufzeigen werden. Wie du richtig gesagt hast, das Wichtigste ist, dass man das aber ernst nimmt. Die haben nur einen Spieler, der im ATP-Ranking überhaupt vertreten ist im Einzel, haben einen super Doppelspieler. Da sind wir definitiv Außenseiter im Doppel. Nichtsdestotrotz muss man Pakistan schlagen. Zu Hause auf Sand brauchen wir nicht lange herumreden. Das ist ein Pflichtsieg, den müssen wir einfahren, damit wir nächstes Jahr wieder die Chance haben, uns für dieses Davis Cup-Finale zu qualifizieren. Im Vorfeld des Davis Cup wird bereits ein Challenger in Thulen gespielt. Generell hat, glaube ich, dieser Ort rund um Thulen an Attraktivität gewonnen. Es gibt den ein oder anderen niederösterreichischen Spieler auch im österreichischen Kader. Also wie sehr freut man sich genau auf dieses Heimspiel? Ja, wir freuen uns natürlich alle drauf. Wir sind motiviert, dass wir in Thulen den Aufstieg wieder klar machen. Es hilft natürlich, wenn viele Leute aus dieser Gegend auch sind. Zuschauertechnisch erhoffe ich mir dann natürlich, dass die Ränge so gut wie möglich voll sind. Thulen hat mit dem Challenger letztes Jahr bewiesen, dass es Tennis kann. Und der Challenger heuer ist davor. Also es wird zwei gute Tenniswochen in Thulen geben. Jetzt generell vielleicht auch die Situation von Österreich im weltweiten Tenniszirkus. Man hat doch viele Spieler unter den Top 500, aktuell keinen unter den Top 100. Aber ich glaube, man zählt insgesamt schon zu diesen Top 16 Nationen. Muss es deiner Meinung nach der Anspruch sein, dass Österreich sich hier fix etabliert? Ja, ich glaube schon, dass das unser Anspruch sein muss. Also wir haben eine sehr gute Breite im Moment. Uns fehlt die Spitze. Natürlich durch die Verletzung von Dominik ist uns die weggefallen. Da hoffe ich auch, dass das wieder relativ schnell in die richtige Richtung geht und der sich dann bis zum Jahresende auch wieder dorthin entwickelt, dass er mit den Allerbesten mitspielen und sie auch schlagen kann. Ich bin der Meinung, dass wir ganz gut dastehen. Also wir haben jetzt 5 Leute in der Quali von Wimbledon gehabt. Das war jetzt auch schon länger nicht der Fall. Und deshalb mache ich mir eigentlich da ums Herrentennis keine Sorgen. Und im Damen-Tennis haben wir jetzt auch mit der Sinja Kraus jemanden gehabt, der zu Hause in Pörtschach 2 Futures sogar gewonnen hat. Also da sind wir auch auf einem guten Weg. Ja, über die österreichische Entwicklung werden wir dann auch gleich sprechen. Filip Mišolić, eine heiße Aktie in Österreich, hat Mitte Mai seinen ersten Challenger in Zagreb gewonnen, ist da über die Qualifikation mit 8 Siegen durchgebrettert und hat seinen ersten Titel eingefahren. Deine Erinnerungen an diesen großen Titel, war das schon so eine Leistung, die andeutet, dass er bald unter den Top 100 stehen könnte? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ein Challenger gewinnen ist einmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Dann musst du es einfach schaffen, dass du dich auf dieser Challenger-Tour etablierst, dem nicht nur ein Challenger-Sieg reicht nicht. Da brauchst du 4, 5, damit du in die ersten 100 kommst. Und das muss er jetzt einfach unter Beweis stellen, ob er das kann. Was mir extrem taugt an ihm, ist ein super akribischer Arbeiter, der täglich versucht, besser zu werden. Und jetzt auch
wirklich an seine Grenzen gehen kann, was extrem wichtig ist in dem Sport. Und deshalb freue ich mich auf die Entwicklung, einfach zu sehen, wie schnell schafft er das dorthin, schafft er es überhaupt dorthin. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass da in den nächsten Monaten was weitergeht. Jetzt muss man sagen, du begleitest ihn nicht Woche für Woche zum Turnier zu Turnier, sondern du wirst ihn inzwischen noch immer wieder betreuen, trainieren, anweisen, vielleicht ein paar Tipps geben aufgrund deiner Erfahrung. Aber wann ist diese Idee auch in dir gereift, Filip Mišolić mehr betreuen zu wollen? Wir haben generell im Verband immer gesagt, wenn österreichische Topspieler, und zu denen zähle ich ihn, Hilfe brauchen, dann sind wir da. Ich kann jetzt als, jetzt bin ich Sportdirektor und Davis Cup Kapitän, tue ich mir schwer, dass ich irgendjemanden hängen lasse. Ich habe immer gesagt, ich kann keine 1:1 Betreuung und vor allem schon gar nicht auf Turniere mitfahren. Aber wenn jemand im Basistraining Hilfe braucht, dann wird er die von uns bekommen. Und so war das dann auch beim Philipp. Er hat einfach gefragt, ob er, wenn er in Wien ist oder wenn er in Österreich trainiert, das Ganze bei uns in der Südstadt machen kann. Dann habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Solange ich die Kapazitäten habe, ist das auch eine sehr interessante Aufgabe für mich, so einen jungen Spieler dann auch ein bisschen zu begleiten, vielleicht auch ein bisschen zu formen und ihm da einfach zu helfen, die richtigen Sachen zu machen, um die Schritte Richtung Top 100, dass die ein bisschen größer werden. Jetzt muss man vielleicht den Zuschauern erklären, 20 Jahre alt, in Graz geboren, spielt eine beidhändige Rückhand, ist Rechtshänder. Was kann man vielleicht noch aus ihm herausholen, beziehungsweise was bringt er vielleicht schon mit, was andere Akteure vielleicht gar nicht haben im österreichischen Kader? Puh, da jetzt Vergleiche anzustellen, ist vielleicht ist eigentlich schwierig. Ich kann über seine Stärken sprechen, das ist definitiv seine Intensität am Platz. Er versucht immer 100% zu geben, er hat sehr gute Grundschläge. Sowohl die Rückhand ist vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als die Vorhand. An der Vorhand gibt es ein paar Dinge, die man sicherlich verbessern kann. Aufschlag ist für mich der Schlag, wo noch das größte Potenzial drinnen steckt. Da haben wir ein, zwei technische Sachen ausbessert. Da müssen wir einfach schauen, dass das schneller, präziser, generell eine größere Waffe wird, weil heutzutage im Herrentennis, wenn du den Punkt nur eröffnest mit dem Aufschlag und nicht eigentlich schon Akzente setzen kannst, dann wird es schwierig oder dann werden die Matches auch extrem lang, weil du dir alles erspielen musst. Aber generell würde ich einfach sagen, auch seine Arbeitseinstellung und der Wille, es nach oben zu schaffen, ist sehr groß und das zeichnet ihn aus. Wie schaut sein persönlicher Terminkalender aus in den nächsten ein, zwei Monaten? Er wird natürlich, er spielt jetzt österreichische Meisterschaften und wird dann den Challenger in Salzburg spielen. Und dann muss man schauen, einfach der Turnierplan, das ist bei den Challenger-Turnieren ist das noch ein bisschen einfacher, unter Anführungszeichen, weil es viel Angebot gibt. Und dann werden wir uns zusammensetzen, was da das Beste ist, im Blick Richtung US Open. Jetzt wissen wir ganz genau, die Punkte bestimmen, ob du in die Top 100 kommst oder nicht. Aber wie schwierig ist es vielleicht heutzutage, in die Top 100 zu kommen, im Gegensatz zu deiner Zeit? Oder kann man das überhaupt vergleichen? Ist es ähnlich? Im Endeffekt brauchst du immer noch eine gewisse Anzahl an Punkten und hast genauso deine Konkurrenten, die du überholen musst. Ich glaube, dass durch das Punktesystem, was sich über die Jahre hinweg geändert hat, es ein bisschen schwieriger ist, nach oben zu kommen, weil du sehr wenig Punkte bei den Future-Turnieren bekommst und somit sehr viel gewinnen musst, um in die Challenger-Ebene zu kommen. Und da bleiben manche einfach bitten. Und das ist sehr zermürbend, wenn du auf Futures in der ganzen Welt herumreist, weil das sind jetzt nicht die besten Bedingungen, das muss man schon sagen. Und deshalb ist es da wichtig, diesen Schritt oder diese Future-Ebene so schnell wie möglich zu durchbrechen, weil wenn du das schaffst, dann bist du mal bei Turnieren, wo es schon ein bisschen mehr Spaß macht, unter Anführungszeichen. Und im Vergleich zu früher, die Besten setzen sich immer noch durch. Also das kann man einfach sagen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Generell wissen wir aber, das österreichische Tennis hat schon bessere Zeiten erlebt, zumindest der Blick auf die Weltrangliste. Wie beurteilst du die aktuelle Situation? Ist es wirklich so schlecht, wie es ausschaut? Oder muss man auch stolz sein, dass so viele Österreicher unter den Top 500 überhaupt zu finden sind? Das kann man in zweierlei betrachten. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt einmal nur die Herren hernehmen, dann fehlt uns natürlich die Spitze, bedingt durch den Dominik seinen Ausfall. Wir haben in der Vergangenheit eigentlich immer einen Spieler gehabt, der in den ersten 100 ist. Wir hätten ihn jetzt auch, wäre er nicht verletzt. Klar ist das jetzt alles ein bisschen konjunktiv, aber ich glaube trotzdem, dass wir im Herren-Tennis mit den vielen Spielern, die wir in den ersten 300 eigentlich haben, uns nicht verstecken müssen. Wir sind jetzt kein Land wie Deutschland, die auf viel mehr Millionen Einwohner zurückgreifen können, sondern wir sind ein kleines Land, das sich mit einem
Sportbudget, wenn wir da jetzt in die Richtung gehen, da sind wir sicherlich nicht unter den Top-Nationen, was das Ganze betrifft. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir uns bei den Herren mit den Spielern nicht verstecken müssen. Bei den Damen ist es ein bisschen schwieriger. Da haben wir jetzt doch schon länger keine Spielerin in den ersten 100 und haben aber da auch jetzt vor allem in den vergangenen Wochen mit den vielen internationalen Turnieren, die wir in Kärnten gehabt haben und zwei Turniersiegen von Sinja Kraus und eben auch der Julia Grabherr, die sich davor immer wieder bei 125er Turnieren, also 125.000 Dollar Turnieren, teilweise ins Viertelfinale gespielt hat, da kommen wir schon auch in die Richtung von den ersten 100. Dass es da besser geht, weil wenn man drauf schaut, ich glaube, wir haben 6 Spielerinnen im Ranking, das ist zu wenig. Das muss man so sagen, wie es ist. Und da arbeiten wir dran, da schauen wir, dass wir besser werden. Das ist aber jetzt auch nicht ein Problem, das du von heute auf morgen lösen kannst, sondern da brauchst du einfach das Spielerinnenmaterial, unter Anführungszeichen, das du entwickeln musst und da musst du auf die Jugend setzen. Bei den Männern haben wir zumindest am gestrigen Montag schon gesehen, dass 3 Österreicher die erste Quali-Runde in Wimbledon überstanden haben. Was traust du denen zu? Glaubst du, schafft es einer dieser 3 ins Hauptfeld? Ich traue es allen 3 zu. Also ich bin der Meinung, dass das 3 Spieler sind, die auf Rasen wirklich gut Tennis spielen können, die auch nicht zum ersten Mal auf Rasen spielen, weil das macht auch einen riesen Unterschied, das muss man einfach lernen. Und der Dennis, sowohl als der Ofi, haben beide schon richtig gut gespielt auf Rasen. Juri war letztes Jahr im Halbfinale in Stuttgart auf Rasen. Die können sich schon alle 3 qualifizieren, bin ich gespannt, ich drücke die Daumen. Bei den Damen hast du schon angesprochen, dass da langsam was nachkommen muss, beziehungsweise wartet man schon relativ lange. Mit Julia Grabe hat man zumindest eine Dame in den Top 200. Bei Barbara Haast hat man auch immer das Gefühl, sie schwankt immer so hin und her und dieser letztendliche Durchbruch geschieht nie. Was fehlt den beiden Damen möglicherweise? Oder ist einfach das Damenfeld so breit gespickt an Topspielerinnen, dass es noch schwieriger ist als bei den Männern? Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, dass da die Konkurrenz ähnlich ist. Aber der Julia, ich glaube, der fehlt so ein bisschen der Glaube, dass sie dorthin gehört auch. Weil die hat alle Schläge, die notwendig sind. Die hat eine unglaubliche Vorhand für, also das klingt jetzt blöd, aber für eine Dame kann die sehr viel Spin generieren auf der Vorhand und da haben viele Probleme. Und man merkt auch, wenn die gut spielt, kann die sehr viele schlagen. Bei der Babsi ist es wiederum anders, die war jetzt auch lange verletzt. Die hat mit ihrem Spiel, so wie sie Tennis spielt, muss die einfach so viel laufen und so viel kämpfen. Und da ist halt dieses nach oben Spielen viel schwieriger für sie, weil sie jetzt, das ist jetzt kein Bär von einer Frau, sondern die muss sich das alles hart erarbeiten und hart erlaufen. Und da sind die Abstände einfach kleiner oder die Sprünge, die sie auch machen kann, kleiner. Aber die war auch schon 130. Also da fehlt nicht viel. Aber um dorthin zu kommen, muss halt einfach alles zusammenpassen. Das hat bei Dominic Thiem definitiv zusammengepasst. 7 Niederlagen nach seinem Comeback haben sicher nicht Selbstvertrauen generiert für die zukünftigen Turniere. Jetzt hat er Wimbledon bewusst ausgelassen, weil er sich auf Sand wieder beweisen möchte. Jetzt stellen sich viele Österreicher die Frage, schafft das nochmal unter die Top 10? Ich glaube, man kann jetzt auch nur Kaffeesud lesen. Aber wenn man sich die Konkurrenz anschaut, die Jungen, die nachkommen, wie schwierig wird es letztendlich für ihn, sich dann noch einmal vorzuarbeiten? Das Problem ist, viele, die jetzt, oder viele Zuseher oder auch Fans oder so, die erwarten dann, dass nach so einer Verletzung, dass der gleich wieder da vorne, ganz vorne mitspielt. Für das war sie einfach zu schwerwiegend und er war zu lange weg. Das ist normal, dass man da braucht, bis man reinkommt und das ist auch von Spielertyp zu Spielertyp einfach unterschiedlich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn er schmerzfrei ist und mental bereit ist, da wirklich Gas zu geben, dass er sich wieder nach oben spielt. Ich glaube, das Ziel darf jetzt auch nicht sein, ich muss so schnell wie möglich in die Top 10, weil das ist so weit weg. Der hat irgendwann jetzt dann bald einmal ganz wenig Punkte nur noch, sondern der fängt von null an. Und sich da vorne reinzuspielen, das dauert einfach seine Zeit. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und am Platz steht und alles geben kann, dann sage ich mit September, Oktober, glaube ich, dass er wieder voll dabei ist. Sehr gut, Wimbledon wieder auslassen, das wäre so das letzte Thema, was ich gerne ansprechen würde. Wir wissen, es gibt keine ATP-Punkte, russische und belarussische Spieler sind nicht zugelassen, also einige Extras rund um dieses Turnier herum. Wie stehst du zu diesen Änderungen, dass Wimbledon einfach sagt, dieses Jahr werden die Punkte gestrichen? Ich glaube, das muss man unterschiedlich sehen. Ab dem Zeitpunkt, wo die Regierung gesagt hat,
wir lassen keine Russen und Weißrussen zu, war das einzige Richtige, was die ATP und die WTA gemacht haben, dass sie die Punkte entzogen haben, weil es entsteht dann einfach ein Ungleichgewicht, das du im restlichen Jahr nicht mehr aufholen kannst. Und in Wahrheit kann jetzt ein Medvedev, können die was dafür? Das ist immer so, das ist eine ganz schwierige Sache. Die können definitiv nichts dafür. Aber ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich fand den Ansatz, die Spieler unter neutraler Flagge spielen zu lassen, den richtigen. Und es ist auch das ganze Jahr so durchgezogen worden. Aber wie schon gesagt, wenn die nicht spielen dürfen, ist es richtig, dass es keine Punkte gibt. Jetzt ist auf jeden Fall ein Turnier hier ins Leben gerufen worden, das unter anderen Voraussetzungen stattfindet. Jetzt könnte man auch meinen, die Bedeutung verliert für einige Sportler oder die Bedeutung wird verloren, weil eben keine ATP-Punkte ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Glaubst du, könnte es dadurch zu einem sehr überraschenden Feld kommen, die dann letztendlich um den Titel kämpfen werden, oder werden sie es die berühmt-berüchtigten ausmachen? Also ich glaube, dass im Endeffekt sich wieder die besten Rasenspieler durchsetzen werden. Wenn man jetzt den Favoritenkreis durchgeht, Matteo Berrettini ist unglaublich von einer Verletzung zurückgekommen. Kommt mit riesen Selbstvertrauen dorthin. Logisch, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Das sind für mich die Leute, die es dort zu schlagen gilt. Und dann wird vielleicht der eine oder andere Außenseiter weit kommen. Es passiert eigentlich jedes Jahr, dass es immer irgendeinen gibt, der sich da durchspielt. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass sich bei den Herren der Nadal, Djokovic, Berrettini, dass sich die das auch ausmachen werden. Ja, du persönlich hast auch sicher schöne Erinnerungen an Wimbledon, 99 Juniorentitel, dann 2010 dieses fabelhafte Jahr, wo du auch in den Top 10 gelandet bist, mit Achtelfinaleinzug und Doppelsieg mit Philipp Petschner. Wie war Wimbledon für dich damals? Wie war der heilige Rasen? Es war für mich immer was ganz Besonderes, einfach dort durch dieses Tor durchzugehen und die Anlage zu betreten. Es hat so viel Historie, das ist einfach, ja, für einen Tennisspieler was Einzigartiges, dort reinzugehen. Das Flair, wie die Leute dort einfach sind, hat mir einfach extrem taugt, und ich habe einfach jung mit 18 dort meinen ersten riesengroßen Erfolg gefeiert und habe mich jedes Jahr dort eigentlich wohlgefühlt. Und was mir auch extrem taugt, ich darf heuer auch es gibt so ein Legends-Turnier, wo ich eingeladen worden bin, und freue ich mich auch darauf, dass ich in der zweiten Woche dort ein paar alte Bekannte treffen werde. Sehr gut. Zum krönenden Abschluss vielleicht nochmal die Frage: Das Jahr 2022 ist aus Sicht von Jürgen Melzer erfolgreich, wenn? Oh, definitiv, wenn wir im Davis Cup gewinnen. Wir haben auch noch ein Fed Cup-Spiel gegen Lettland, oder Billie Jean King Cup heißt es ja jetzt, im November gegen Lettland. Wenn wir die zwei Spiele gewinnen, ist es definitiv erfolgreich. Jürgen, besten Dank. Wir wünschen alles Gute und drücken natürlich den österreichischen Schützlingen die Daumen für Wimbledon. Dankeschön. Das war der Krone TV Sporttalk mit dem ehemaligen Top-10-Spieler Jürgen Melzer, der sich jetzt als Sportdirektor beim österreichischen Tennisverband darum kümmert, die Spieler besser zu machen und vor allem einen Mann oder eine Frau unter die Top 100 zu bringen. Mit Filip Mišolić hat er einen unter seinen Fittichen, und er gilt als akribischer Arbeiter und somit auch als Zukunftshoffnung. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.